Hallo und guten Abend. Mein Name ist Thomas Greiling und ich bin der Chorleiter der Corona in Buseck. Das hier ist momentan mein Arbeitsplatz, ein Sportplatz. Nein, kein Fußballtrainer, sondern ich bin Chorleiter. Zu Zeiten der Pandemie unser Ausweichprobeort, Outdoor, mit einem genügenden Abstand, ausweisenden Hygienekonzept. Etwas schwierig akustisch, wie man vielleicht gleich hören wird, wenn wir anfangen zu proben, denn es ist natürlich wirklich akustisch eine Herausforderung. Aber das ist momentan unsere Alternative, in der Pandemie zu proben. Ja, genau. Anton, mach mal kurz Hände dazu. Das zieht so. Okay. So, bitte noch mal recht freundlich. Die Dagmar, die fängt als noch da hinten. Ja? Bitte noch keine Internas. Halt beginnt. Kommt, Mensch. Drei und... Das Musikalische kommt natürlich momentan tatsächlich etwas kurz. Ich kann hier nur Outdoor, nur Sachen machen mit Klavierbegleitung, weil ein A Cappella-Proben aufgrund des fehlenden Kontaktes der Sänger untereinander ist eigentlich gar nicht denkbar. Hallo Claudia! Ja, wobei der Michael. Michael Janicki, den habe ich versucht, sein Gerät, der hat noch kein Skype. Also im Winter wird es wohl meistens so sein, aber zwischendurch, wenn sich die Gelegenheit ergibt und wir finden einen Ort, wo wir Platz haben, auch vielleicht in drei Gruppen, das könnte man ja so weitermachen, auch in verschiedenen Gruppen. Das würde unsere Chorleiterin sicher auch machen. Und dann können wir uns zwischendurch treffen, was natürlich viel schöner ist, als jetzt sich nur im Bild zu sehen. Und ich höre die anderen ja nicht. Ne? Ich höre nur mich selber singen und das. Und ich singe oft schief, wenn die anderen nicht dabei sind. Nach dem ruhigen Eindruck von zu Hause, wo ich einfach für mich so singen konnte, ist das ein krasser Unterschied hier. Aber es gefällt mir viel besser. Es ist Leben da. Dass das nicht optimal ist, dass wir in der ersten Aufstellung 6 Meter nach hinten uns dann nicht mehr so gut verstehen konnten, dass es akustisch im Zusammenklang nicht so schön ist, das muss man natürlich dann mit in Kauf nehmen. Das ist kein optimaler Probenraum, aber wir sind hier in der guten Luft und alle können kommen, ohne Angst haben zu müssen. Das sind also genügend Vorteile, die uns jetzt hier das einfach mal so machen lassen. So schlimm ist es nicht, auch wenn es akustisch nicht befriedigend ist. 1, 2. Ja. Wochen über Wochen zu Hause nur. Man hat ja sonst keine Termine gehabt, weil ja alles irgendwo abgesagt wurde und ausgefallen ist. Und da wurde man schon, also ich jedenfalls, ich wurde da immer donnerstags und samstags, fing es bei mir schon an zu kribbeln, wenn die Zeit war, hier jetzt müsste man eigentlich wieder in die Probe. Also es hat einem schon gefehlt. Und dann haben wir ein Schreiben verfasst, ein Hygienekonzept aufgesetzt und so weiter, haben das an die Stadt
Stadtverwaltung Polheim geschickt mit der Bitte, sollen das prüfen, ob wir nicht in der großen Volkshalle proben können. Ein Vorstandsmitglied von uns kam auf die Idee, ich frage mal oben beim Peter Fey, Hof Obersteinberg. Der hat eine große Maschinenhalle. Und da war das eigentlich halt innerhalb von Minuten war das erledigt. 1, 2, 3 und. Ich wollte nicht mehr ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Die wollen singen, man merkt, sie drängen danach wieder zusammenzukommen. Wir haben eine Zeit lang online geprobt. Das heißt, man hat sich eigentlich nicht persönlich gesehen. Jetzt treffen wir uns wieder persönlich, jetzt sehen wir uns wieder, wir sind wieder zusammen, haben Spaß zusammen, singen zusammen und man hört wieder den Chor vierstimmig klingen. Das ist entscheidend. In meinen Chören die Erfahrung, dass also ein Großteil der Chormitglieder gerne wieder in die Proben kommt, die stattfinden, auch wenn die Bedingungen zum Teil schwierig und völlig anders sind, als man es gewöhnt war, mit Singen in Kleingruppen, mit Hygienekonzepten, Singen im Freien, mit großen Abständen, alles das. Aber man merkt, dass es ihnen auch ein Anliegen ist, ihrem Hobby nachzugehen und ihrer Seele etwas Gutes zu tun, die Stimme wieder zum Klingen zu bringen. Also ich muss ganz klar sagen, ich finde, dass die Chorleute, gerade die Chorbewegung im Moment, eine derjenigen gesellschaftlichen Gruppen ist, die am verantwortungsvollsten damit umgeht. Alle diese Leute engagieren sich unglaublich, dass diese Hygienekonzepte erstellt und beachtet werden. Alle nehmen diese Widrigkeiten auf sich, indem sie mit Riesenabstand proben und im Freien und mit Desinfektion und mit allem, was dazugehört. Und auf der anderen Seite gibt es gesellschaftliche Gruppen, die laufen durch Berlin oder durch Stuttgart und kümmern sich überhaupt nicht darum. Also ich glaube, das ist wichtig zu kommunizieren, dass Chorgesang im Moment da wirklich auch so eine Pionierrolle hat, weil das sind, glaube ich, auch die gesellschaftlichen Gruppen, die sich wirklich darum kümmert, dass alles am Laufen bleibt und dass man ein Kulturgut erhält und das sehr verantwortungsvoll. Das ist ja unser Dilemma eigentlich, dass Musik immer als Trost angesehen wurde und als Möglichkeit eines Umgangs miteinander in einer Krise. Und ausgerechnet bei dieser Krise, in der wir im Moment sind, ist Musik bzw. vor allem das gemeinsame Singen verpönt, dämonisiert. Und das ist natürlich ein absolutes Dilemma, dass wir das, ja, im Moment, wo die Menschen es eigentlich am nötigsten brauchen, das Miteinandersein, das Miteinandersingen, dass sie das im Moment so nicht erleben können.